Erstmal einstellen. Moment mal, jetzt mal Test, Test, Test. Testet. Ah. Hightech, Hightech. Heute. Mach mir nur nebenbei was zu futtern. Oh. Was gibt's denn Feines? Wollen wir mal kurz was machen. Was gibt's Feines? Hallöchen, Himuro. San, Rossi, endlich sehe ich dich mal live. Schau sonst noch deine YouTube-Videos, was? Hallöchen, Himuro. San, Sensei. Konnichiwa. Du schaust meine YouTube-Videos, als ob. Warum hast du noch nie einen Kommentar geschrieben? Reisen oh, geil. Das liebe ich auch. Gefüllte Paprikaschoten. Wow. Krass. Das liebe ich auch, ja. Oh. Ich liebe diesen Geschmack von gerösteten Paprika, oder? Aber aus dem Backofen, weißt du, wenn sie schön angekocht. Oh. Und so weich und so schlapprig. Oh. Meine Horrorvideos. Ja, die sind halt von früher, ja. Jetzt gibt es ja leider nicht mehr ganz so viel Horror, weil ich ja nur noch über einen Game Pass spielen kann. Da sind ja leider nicht so viele Horrorspiele drin. Aber es kommt nochmal ein. Ja. Wenn ich es könnte, würde ich nur Horror-Video, Horror-Games spielen, ja. Aber hab leider nicht so viel im Game Pass, ja. Aber Dankeschön. So, was machen wir denn jetzt für eine Kategorie? Was soll man denn machen hier? Was für eine Kategorie bei Bracket Fights? Wo ich auch eine. Was haben wir denn da noch? Movie that made all the brilliance. Disney? Ah, guck mal. Was soll man machen? Soll man irgendwas mit Filmen machen? Best Movies. Netflix-Serien haben wir ja schon gemacht. Als Ehrenkind, jo, als Ehrenkind. Aber mal gucken, ja. Wir machen mal, haben wir schon Marvel. Wir gehen mal ins Marvel-Universum. Weißt du nicht, was Bracket Fights ist? Ah, haben wir das letzte Mal gemacht. Oder letzte Woche haben wir das gemacht. Samstag? Wir lassen mal die Marvel-Sachen gegeneinander antreten, Leute. Welcome to the Marvel Cinematic. Ja, aber viel Spaß, ne? Es treten an
Iron Man 3 gegen Thor gedacht. Thor gegen Iron Man, ne? Na, das ist aber schwierig, ne? Ich meine, schwierig. Thor, Iron Man. Ich liebe ja Thor. Thor ist halt auch eine coole Socke, ne? Ja, ist schon, ja, ist schon schwer, ist halt Marvel, ne? Da wird schon mal so ein oder andere Differenzen geben. Du bist für der Iron Man. Der ironische Mann. Ja, weil einer das sagt und sonst keiner was dagegen sagt, dann lassen wir halt mal den Iron Man gewinnen dagegen. Captain Marvel gegen The Avengers Age of Ultron. Oh. Captain Marvel fand ich gar nicht mal so schlecht. Aber halt gegen die ganze Avenger Crew. Da gibt's eigentlich nur hier Avengers, oder? Das sei damit mir einverstanden, oder? Hm? Oder? Jo? Hallo, also jetzt, Leute, ihr müsst jetzt schon ein bisschen mitmachen, gell? Also wenn wir das jetzt schon spielen, dann würde ich mich auch freuen, wenn ein bisschen mehr von eurer Seite hier auch mitgeredet werden würde, ne? Wenn sie mich jetzt da hängen lassen, dann bin ich sauer. Eins! Captain Marvel? Really? Ich glaube, die Anja hat einen 1er Autobot drin. Nee. Ja, was jetzt? Wirklich eins? Nimm zwei, okay. Black Panther, also der erste, wo er leider noch, wo, was heißt leider, wo er noch mitgespielt hat, der Hauptdarsteller, und danach leider verstorben ist, oder gegen Thor? Zwei, würde ich auch sagen. Weil der erste, ich habe ja auch den Black Panther Wakanda hier angeschaut, den fand ich etwas besser wie den ersten. Also Thor. Gegen Thor hat er keine Schnitte. Marvel hier, Civil War gegen Iron Man 3. Es gibt leider nicht so viele hier, wie man sieht, ne? Wir suchen den ersten Finalisten von der linken Seite. Marvel Civil War gegen Iron Man 3, also Iron Man. Nochmal Iron Man 3. Bist du frech, oder? Da muss ich jetzt aber sagen, hier Marvel Civil War. Eins, gell? Jo. D'accord. Zweite Seite. Nochmal. Hier der erste Iron Man, gehe ich mal davon aus, ne? Aber das muss ein uralter. Doch, der erste Iron Man gegen Thor. Was ist denn das? Thor Ragnarök. Ja, wir haben ja noch andere Kategorien danach noch. Danach machen wir mal besten Movies, alle mal. Thor Ragnarök gegen Iron Man. Den allerersten Iron Man. Okay. Marvel Avengers Endgame gegen Marvel Avengers Age of Ultron.
hätten sie aber noch ein paar andere Marvel-Filme reinmachen können, ja die. Heilersliche. Da gibt es doch so viele Marvel-Filme. Da bin ich ein bisschen enttäuscht von der Kategorie. Die Kategorie ist jetzt schwach. Zwei. Ghost Rider cool. Ghost Rider war echt cool, ja. Thor. Thor, ich kann es mal lesen. Gegen Marvel Guardians of the Galaxy. Zwei. Guardians of the... Ah ja, du als Guardians of the Galaxy Freund. Dann erfülle ich dir halt auch mal einen Wunsch. Okidok. Civil War gegen Ragnarök. Okidok. The Avengers Age of Ultron gegen Guardians of the Galaxy. Bracket Point. I wanna fight. Try you right. To party. Jetzt sind sie alle geflohen, der Rest, gell? Kollegen von vorhin. Eins. Age of Ultron. Okidoki, Anja. Ihr Wunsch ist mir Befehl. So. Ragnarök gegen Avengers Age of Ultron. Was meint er denn, ne? Wie es auf einmal ruhig im Chat geworden ist, gell, Anja? Ist schon krass, gell? Ragnarök! Okidoki! Ragnarök! Oh, da oh! Ragnarök ist also der erste Finalist, gehe ich mal davon aus. Guardian of the Galaxy Volume 2 gegen Hulk! The Incredible Hulk! Ich bin ja nicht so ein Hulk-Fan. Den fand ich als Kind immer sehr skurril. Wo der allererste uralt Original Hulk noch im Fernsehen war aus den 70ern. Den fand ich immer sehr skurril. Zwei. The Incredible Hulk. Wirklich? Ah, schade, gell, Anja. Bis dann auf einmal alle schweigen. Also, es hat sich auch nichts mit 52 geändert. War die 2 wirklich für. Hätte mich ja gefreut, wenn jetzt doch noch andere Leute da wären, wo sie mitschreiben würden. Entscheide du. Ja, dann gehen wir halt. Wenn die 2 für den Hulk war, dann. Weiß ich nicht, weil ich. Wenn ihr immer nur Zahlen schreibt, dann weiß ich jetzt immer nicht, war das jetzt von vorhin oder von hinterher? Ja, machen wir halt Hulk. Spider-Man Far From Home gegen The Iron Man 2. Da ich ja kein Freund von Spider-Man bin, von der Figur überhaupt im Marvel-Universum, aber ich liebe halt den Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson finde ich halt einen mega geilen Schauspieler.
1. Okay. Spider-Man Homecoming, ja, ist es Homecoming? Ja. Gegen Ant-Man and the Wasp. Ant-Man ist ja für mich eigentlich einer, der gar nicht der Ant-Man ist, ne? Er ist ja im Prinzip gar nicht der Ant-Man. Er ist ja nicht der Ant-Man. Im Prinzip ist das ja erlogen. Er ist ja überhaupt nicht der Ant-Man. Der Ant-Man ist ja eigentlich ein ganz anderer. Ja, ich habe alle gesehen. Ich habe alle gesehen. Ich habe auch den letzten... War der letzte Homecoming, wo alle Charaktere aus allen Spider-Man-Filmen aufeinander, miteinander rumhängen? Ist das Homecoming? Wo die ganzen anderen Darsteller auch zusammen waren. Ist das der Homecoming? Oder ist das Far From Home? Ich komme immer mit diesen Namen danach nicht auch immer klar. Also, dass es beide mal 1, 2, 3 machen und fertig. Diese. Was war jetzt welcher Film? Homecoming, Far From Home? Jesus Christ, Superstar, was weiß ich. Keine Ahnung, okay. Da war wir halt der Homecoming. The Doctor Strange, The Doctor Strange, der erste gehe ich mal davon aus, gegen Ant-Man. Da bin ich natürlich auf jeden Fall bei Doctor Strange, oder? Das sei er mit mir. D'accord, oder? Dr. Strange. Weil erstmal Ant-Man ist eine Lutschbirne und wie gesagt, er ist ja gar nicht der Ant-Man. Hallo, weg mit dir. Avengers and Infinity Wars. Da muss ich aber jetzt hier mit Avengers gehen. Auf jeden Fall. War der Film gar nicht so schlecht. Bisschen düsterer halt, ne? Oh, die Anja ist wieder da. Die Anja ist wieder da. Okay. Spider-Man Far From Home gegen Marvel Avengers. Das wird wohl der erste sein, ne? Der allererste. Captain America The Winter Soldier gegen Spider-Man Homecoming. The Winter Soldier. Hallo? Hallo? Ich muss entscheiden. Du sagst 1. Ärgere mich jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja schon erstens mal ärgere ich mich vielleicht. Zweitens mal bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich jetzt was mache mit der Community, die ja vorher noch da war. Und dann sind sie alle weg. Und dann kommt man nicht so richtig in den Fluss. Und dann sitze ich da und
könnte man einen Finger pro Mexiko stecken. Ja. Bin enttäuscht. Aber was sagt mir das? Machen wir danach dann nicht mehr. Heute noch und dann war's das. Ja. Er war aber nicht mehr. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mit Dr. Strange. Mit Benedict Cumberbatch. Hoffe ich auch, weil wir zum Finale sind. Scheiß Marvel hier. Avengers Infinity War gegen den ersten Avengers. Sachen wie der Community werden nicht mehr gemacht. Nein, fertig. Aus die Maus. Ich gehe mit Infinity War. Boom. Captain America, The Winter Soldier gegen den Dr. Strange. Seid ihr damit einverstanden, wenn ich hier den Doktor hier 1? Civil War? Winter Soldier gegen Dr. Strange. Civil War. Er blickt schon nicht mehr. Winter Soldier. Avengers es geht um den Einzug ins Finale. Dran denken es. Es geht um den Einzug ins Finale. Entscheide weise, Anja. Letzte Verbliebene. Es gibt eine rote Karte für die Community hier. Community? Was für die Community? Eins. Okay. Jetzt haben wir das große Finale. Wer ist euer Favorite in dieser Auswahl an Marvel-Filmen? Ragnarök, The Thor oder die Avengers mit hier ihrem Infinity War. Ich würde es ja gerne übersetzen, aber ich kann kein Englisch. Das Publikum, wo in dem Fall halt, keiner. Ja, schwierig, ja? Welcher von den nicht so Filmen von Marvel jetzt der bessere? Eins. Alright. Dann halt eins da. Oder, Chicken Dinner. The Tool. So sieht's aus. Ragnarok. The Thor Ragnarok hat gewonnen hier, ne? Okidoki. Streamers Espanol. Wir können auch eine andere Kategorie wie Filme machen. Können wir auch machen. Aber wir gucken mal noch rein bei, was hier heißt, Movie Battle Royale. Mal da kurz gucken, was da gibt. Ich muss mal kurz gucken. Oh, nee, das ist nix.
Das ist nichts, das sind alles nur so Zeichentrickfilme, also animierte Filme. Nee, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Nee, ein bisschen mit. Nee, das brauchen wir nicht machen. Nee, fort. Weg! Nie! Da habe ich ja keinen einzigen Film gesehen, da kann ich ja gar nicht mitreden. Was ist das denn für Ah, das hier. Andere Filme. Das machen wir jetzt noch. Tom Hanks mit Forrest Gump gegen Gone Girl. Den zweiten Film. Gone Girl, kenne ich nicht. Den zweiten kennen wir nicht. Forrest Gump, klar. Forrest Gump war ein schöner Film. 28 Days Later gegen It's a Wonderful Life mit James Stewart und Donna Reed. What? Also ich als, ja klar, 28 Tage später und 28 Weeks Later oder Months oder wie heißt der zweite Teil, ich fand die immer so crazy. Ja, ganz klar, ja. Hallo? Hier, das mit dem Horrorspielcharakter, wo wir das letzte Mal gemacht haben, das war cool, ja. Oder? Mit dem Horrorfilmcharakter. Mit den Alien gegen Michael Myers oder der gegen das war geil, ja. Requiem for a Man gegen American Beauty. Ich habe beide nicht angeschaut, weil es mich absolut interessiert. Absolut eins. Oder Requiem for a Man, oder heißt das, oder was? Nee, for a Dream. Ah, Requiem for a Dream. Okay. Shining gegen Taxi Driver. Oh. Taxi Driver war ein geiler Film. Shining war auch geil, war halt der absolute Psycho, aber Taxi Driver mit Robert De Niro, wo er sich dann den Iro macht, oh, er halt Nostalgie pur, ne? Und wo er dann, oh, der war halt schon. Beides geile Filme. Der eine halt mehr so Mystery-Horror-mäßig und der andere halt Real Life, ich dreh mal durch und knall sie alle ab. Zwei wirklich geniale Filme. Wirklich. Zwei Highlights. Bösewicht. Shining. Okay. Was? Bill Murray mit. Ah! Groundhog Day. Wie heißt es dann auf Deutsch? Ist das. Und täglich grüßt das Murmeltier. Kann das sein? Und täglich grüßt das Murmeltier. Kann das sein? Gegen American Psycho. Da gibt es ja kein Wenn und Aber, oder? Wer kommt schon gegen American Psycho an? Logo. Der neuere Blade Runner mit 2045, wo absolut scheiße war, gegen Shaun of the Dead. Also gegen Shaun of the Dead, ich fand den Film
Und gerade so britische Horrorkomödien, ich fand den so witzig. Ja, da hat der Blade Runner, der so mies war im Vergleich zum Original, keine Schnitte, oder? Du wirst ins Bett gehen, feiert noch so wild. Ja, ich glaube, siehst ja selber, wie wild gefeiert wird, mein Lord. Dann danke nochmal für deine Glückwünsche. Hat mich gefreut, dich mal wieder zu sehen. Und schlaf gut, mein Freund. Pass auf dich auf. Wünsch dir was. Ja, schon traurig, ja. Shaun of the Dead. 7. Brad Pitt, Morgan Freeman gegen den guten alten Quarantino-Film Django. Django. Ist es Unchained? Ich muss ja dazu sagen, den Django habe ich gar nicht gesehen. Nee, Django habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das ist der einzige Quarantino-Film, den ich nicht mehr angeschaut habe. Warum auch immer. 2. Ich hänge gleich mal in 7 Kinoplakate auf, ja. 7 fand ich damals echt cool. 7 Todsünden. Also, ich meine, Quarantino-Filme sind wirklich geil. Aber 7 war halt schon die Idee dahinter, ne? Sein 7 Opfer und jedes nach den Todsünden. Hallo, der Chacoon One. Hallöchen, Hallöchen, Popöchen. How are you? 7. American History X gegen The Hateful Eight. American History X war auch ein wirklich geiler Film, aber gegen Tarantinos The Hateful Eight keine Schnitte. Keine Schnitte. Keine Schnitte. Oder? Sei mit mir einverstanden. Ich liebe diese endlos Dialoge. Das ist ein wirklich geiler Film. Wirklich geiler Film. Unbreakable. War auch ein guter Film gegen Memento. Ich glaube, Memento habe ich gar nicht gesehen. Für was ist jetzt das 2? Anja. Für was ist jetzt das 2? Ist das für Memento oder war das für Ich sage eigentlich Tarantino, ich sage Tarantino. Wie komme ich auf Q? Ah ja, von Quentin, aber ich bin konfuse. Nummer 2. Okay. Also ich kenne Memento nicht. Okay. The Truman Show. Ich bin ja jemand, der Jim Carrey. Ich habe ihn geliebt in hier die alten Sachen. Aber Truman Show und Jim Carrey und das andere, was ist denn das? Prisoners, kenn ich nicht. Mag ich auch nicht so, ist nicht so. Aber den rechten Film sagt mir jetzt mal auf gar nichts, auf Englisch. Sagt mir jetzt absolut nichts. Da konnte ich leider nicht mitreden. Da bin ich raus.
Kennt den Film rechts jemand? Geht hier. Du nicht? Dann nimm mal die Truman Show. Oh, das ist halt das, halt das, der war. Oh. Den hier, den rechten, den Boxerfilm mit Robert De Niro, habe ich nicht gesehen. Aber gegen Leo, oh. Oh, keine Schnitte. Oh, der Film ist so genial, aber auch so traurig. Oh. Ich liebe diesen Film. Wo ich den das erste Mal gesehen habe, boah, einfach nur göttlich, wie er so alle Blätter macht und dann, oh, ist, und so traurig, weißt du, da geht so ans Herz, ne? Obwohl so ein brutaler Film ist, aber er ist so, oh. I love it, müsste ich mal wieder anschauen, ja, müsste ich echt mal wieder anschauen. Die gute alte Indie gegen Jurassic Park, ne? Da muss ich aber dann hier mal sagen, ja, da bin ich hier auf jeden Fall auf der Seite vom Indie, weil der allererste Jurassic Park mag ja mal was Neues und cool gewesen sein, aber mit so Tieren und so, wo es nur um Tiere geht, da bin ich jetzt nicht so. Dann habe ich doch lieber mal der erste Indie ist immer ein geiles Franchise. Kevin allein zu Hause gegen School of the Rock. Bei Kevin allein zu Hause damals, da war ich ja noch jünger, da war ziemlich witzig, muss ich ehrlich sagen. War schon witzig. Aber School of the Rock mit Joe Black, ihr Kollege, einfach viel cooler, ne? Ich finde die zwei Typen so cool und dass sie auch im Real Life Musik machen, ne? Die sind so cool. Vor allem der andere, wo er gar nicht zu ihm passt, ne? Ich finde das so ein cooles Duo. Und ihn finde ich immer so witzig, ja. That's cool of the Rock. Reservoir Dogs, ja, ganz klar. Du bist der Orange, du bist der Pink, du bist der Blue. Yeah, I love it. Habe ich sogar noch irgendwo DVD da unten? Tarantino, I love it. Diese Dialoge, aber ich liebe es. Oder? Ja, kein Schnitt. Puppekopf. Brauche ich gar nicht fragen. Ja. What? Das? Bill Murray, What About Bob? Das geht ja da, das ist ja der Film, wo sie versuchen hier, der eine hier tot ist, ne? Ja, mein Freund Bob, ne? Wo ist er denn am Strand? Ist er da am Strand, in dem Haus am Strand, ne? Und wo sind wir? Er ist tot und machen hier Sonnenbrille auf, und als ob er noch leben würde. Ne? War ganz witzig. Und hinten, was? Der Deerhunter. Schauen wir da hier, Robert De Niro. Wie heißt der auf Deutsch? Der Deerhunter. Ich muss mal kurz googeln, wie der auf Deutsch, der Deerhunter auf Deutsch, der Deerhunter. Die durch die Hölle gehen. Habe ich leider nicht gesehen, Film von 78.
1985. Die haben das also Spielfilm. Ja. 3 Stunden langes Epos. Ein Antikriegsfilm. Habe ich leider nicht gesehen. Aber das mit der ist ein Epos. Also 3 Stunden geht der Film. Adam, lass mal die Komödie weiterkommen. Komödie. Ah, es ist Zodiac, ist doch so ein Killerfilm. Über so einen Killer, ne? Wo es um so ein, der immer so komische Zeichen macht, oder? Weiß nicht, ob ich den gesehen habe, und der zweite. Der rechte sagt mir jetzt nichts. Zodiac Killer. Ah ja, so hieß er dann auf Deutsch, gell? Dann habe ich den, glaube ich, gesehen, ja. Okay. So, wir suchen, glaube ich, den ersten. Wir kommen so langsam zur Auswahl des ersten Finalisten von der linken Seite. Das war ich jetzt die linke Seite, ne? Wir suchen den ersten Finalisten. Forrest Gump gegen 28 Days Later. Sag ich auch. Bin ich auch dafür. Requiem for a Dream. Sagt mir jetzt einfach nichts, der Film gegen Shining. Was ist denn Requiem for a Dream? Wer spielt damit? Was ist das für ein Film? Um was geht's denn da? Drugi-Film. Gibt's auch einen deutschen Titel? Nee, gell? Deutscher Titel. Anja hat den G. Jared Leto. Habe ich jetzt kein Bild vor dem Kopf, wer Jared Leto ist als Schauspieler? Komm, ich habe jetzt kein Bild. American Psycho gegen Shaun of the Dead. Ja, da ich ja absolut hier diese Splatter-Komödien liebe, absoluter Freund, also wenn es eine Splatter-Komödie gibt, dann muss ich sie anschauen. Muss später mal googeln, mach ich. Muss ich leider mit Shaun of the Dead gehen. Da hat hier unser kleiner Psychokiller hier leider schlechte Schnitten, muss man ehrlich sagen, oder? Sieben gegen The Hateful Eight. Da wäre ich jetzt aber dann wieder. Sieben, genialer Film. Aber The Hateful Eight ist halt zwar langatmig, viele lange Dialoge, aber auch irgendwie geiler, oder? Zwei. Aber das ist jetzt dann auch die letzte Kategorie, die wir dann machen. Weil es war einfach zu anstrengend. Wenn leider nur eine Person da ist. Es ist einfach zu anstrengend. Wenn dann beide Parteien zum Beispiel sich nicht auskennen oder so, oder nicht wissen, dann wird es schwierig. Und es zeigt mal, dass man nichts mit der Community machen sollte.
Das ist das beste Beispiel heute wieder. Truman Show gegen Memento. Sag, jucken mich beides Filme nicht. Anja entscheidet heute, ja. Anja hat die Entscheidungsgewalt. Leo, da brauchen wir nicht lang machen. Da brauchen wir gar nicht lang machen. Ist für mich ein klarer Finalist. Au! Oh. Ja, also gegen Reservoir Dogs. Da wird's cool auf der Rock, aber hier mal die Klampe, glaube ich, einpacken können, oder? Ich könnte mir schon einen Arsch beißen. Warum hast du es gemacht? Warum du machen? So, Anja. Wähle weise. Das Horrorchaos gegen den Rugi-Film. Zwei eindeutig. Jetzt schläft mir jetzt keine Ruhe. Das ist Jared Leto. Jetzt I have a picture vor mir sieht. Na, 8,3 auf IMDb. Die Schauspielerin mag ich aber nicht. Ich weiß nicht, die hat so eine Aura um sich, die da. Die Jennifer Connelly. Ich weiß nicht, die hat so eine. Er weiß nicht, ich mag nicht so. Aber ja, jetzt weiß ich, wer Jared Leto ist. Tja, Quentin, da verabschieden wir uns mal, ne? Vom lieben Quentin Tarantino. Soundtrack göttlich, das ist Hauptsache, ja. Also, absolut Leo, no front, Leo, keine Chance, nö. Da lasse ich mich auch die Jungs stimmen. Ja. Anja, entscheid du. Tarantino gegen Zodiac Killer. Du sagst 2. Okay. Horror gegen Droogie Drama. Du weißt ja, was es hinausläuft. Auf welchen Final-Dings.
Wer zieht ins Finale? Anja? Ich bin bei 2. Wer zieht ins Final? Ich bin bei 2. Wir suchen den ersten Finalteilnehmer. Okay. Inception gegen LA Confidential. Alright. Leonardo ist weiter, hat schon mal Glück gehabt, ja. Ah, das Ende der Welt, also der Film da, diese Komödie, ne? Hat doch, wie heißt denn der auf Deutsch? Wie heißt der auf Deutsch? Drive habe ich glaube ich auch schon gesehen. Ist doch so eine, er ist doch so ein geiler Schauspieler. Mann, wo hier das Chaos ausbricht. The World's End. Hier, mit ihm hier. Auf Deutsch die Komödie, Sci-Fi-Komödie, Mann. Action-Sci-Fi-Komödie, also, wie heißt das auf Deutsch? Heilandsblech, Mann. Deutscher Titel. Ach, Mensch, Mann. Gibt's auch einen deutschen Titel? The World's End, wie heißt das auf Deutsch? Heißt es auf Deutsch auch The World's End? War ein witziger Film. War echt ein witziger Film. Da gebe ich mit dem Rechten. Doch, war echt ein witziger Film. Trainspotting gegen Tomb Raider, also Indiana Jones, so was weiß ich. Ha, Trainspotting, absolut göttlicher Film. Oder? Hallo, oder? Naja. Ja, ich fand den hier auf, naja, gewisse Substanzen anschauen, sag ich mal, ne? Holy shit! Dann kriegst du hier eine Panikattacke. Rat ich nur mal davon ab, wollte ich mal sagen. Ich war ja mal auch mal jung, ne? Den Film unter gewissen Umständen anschauen, sehr schlechte Entscheidung. Ganz schlecht. Ja. 12 Angry Men, was ist das? Henry Fonda. What? Was ist Whiplash? Sagt gar nichts, was ist das? Über einen Schlagzeuger. Ist das ein Schlagzeug? Ist es die 12 Geschworenen, der linke Film? Twelve Angry Men, das könnte die 12 Geschworenen sein. Ja. Das ist die 12 Geschworenen. Ah, uralt Film. Genialer Film. Gerichtsfilm. Warte mal, ich google mal Whiplash. Was ist denn Whiplash? Von 2014.
für Schleudertrauma. Dann kam Musikdrama. Musikdrama. What the hell? Dann gehe ich aber mit dem Klassiker 12 Geschworenen. Hot war auch ein geiler Film. Gegen den Birdman. Hot war zwar auch ziemlich witzig. Wo er da hinversetzt wird in die Kleinstadt, ne? Und dann hier mal den Oberkopf macht. Sehr witziger Film, ja. Und der Birdman ist auch so ein Drama, gell? Oder? Habe ich glaube ich auch gesehen, aber ich finde den Schauspieler einfach cool. Und bam, ziemlich witzig, oder? Auch gesehen jemand. Hot Fans. Wo er hier strafversetzt wird. In das britische Dorfkampf. Happy Birthday, Roy Simon. Wie schön. Wie anstrengend am Geburtstag. Jacob's Ladder. Oh, auch ein geiler Film. Und Donnie Darko fand ich nicht so der Reißer. Und Jacob's Ladder ist einfach so psycho. Psychomäßig. Oh. Ich fand den Film so krass irgendwie, auf seine Art. Den kennst du aber, oder? Ich glaube, ich mache das jetzt dann so langsam schnell. Departed unter Feinden, oder heißt das auf der deutsche Untertitel? Departed unter Feinden oder unter Freunden? Ich weiß es gar nicht. Oder Interstellar. Interstellar habe ich nie gesehen. Ist Departed die 2 für Departed? Am Vorlesen bin, hier gibt's, nimm die Nummer 2. Nein, wenn ich vorlese, die auch lese und dann erst in den Chat gucken, da steht eine Nummer, dann weiß ich nicht, ist die jetzt für vorher, das Vorhergehende oder jetzt. Nicht so schnell schreiben. Ich muss erst fragen. The Wrestler habe ich nie angeschaut, mag ich nicht. Oder hier The Bourne Ultimatum, The Ultimatum, also die Bourne Identität, wo es ja 150 Filme, Teile gibt und Serien und hast du nicht gesehen. Und The Wrestler habe ich nie gesehen, interessiert mich auch nicht. Dann lieber hier Agenten-Krimi-Gedöns, oder? Obwohl ich ihn als den Schauspieler absolut nicht mag. Mag ich nicht. Den mag ich nicht. Ich nehm's Bahn als Ultimatum. Oder die Bahn-Identität, wie man im Deutsch heißt. Ja. Ich mag aber nicht. So alles auf The Shawshank Redemption. Tim Robbins und Morgan Freeman.
King Indiana Jones Temple of Doom. Da der Linke irgendwie mysteriös aussieht. Weil englische Titel immer schwierig, ne? Wenn sie auf Deutsch werden, wäre halt einfacher jetzt mal, ne? In dem Fall. Und das macht es dann doch ein bisschen schwieriger, ne? Wenn man dann die deutsche, den englischen Originaltitel nicht weiß. Ich gehe mit Indiana Jones, oder? Einverstanden? Ich werte das mal, ja. Der Terminator ging zurück in die Zukunft. Ganz klar. Obwohl, zurück in die Zukunft auch sehr witzig ist, aber gegen den guten alten Arnie hat er halt keinen Schnitt. Was? Halt. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Nee, so weit sind wir noch nicht, oder? Halt, wir müssen doch da unten. Oder geht's jetzt schon los? Ah doch. Ich hab gedacht, ich hab mich vertan. Inception gegen The World's End. Ich hab so das Gefühl, Anja ist Leonardo DiCaprio-Fan. Kann das sein? Ja, dann sollst du lieber mal essen, ne? Abgießen, oder so, ja. Dann tu das mal. Ich möchte nicht, dass dir dein Essen nicht gelingt. Ich gehe mit Inception. Ich mach das jetzt mal, Zoller. Ich mach das jetzt mal fertig. Anja, kümmere dich mal ums Essen. Ist echt wichtiger. Ich mach das jetzt im Schnelldurchgang fertig und dann lasse ich das. Trainspotting, ganz klar. Keine Chance. Hartfatz gegen Jacob's Ladder. Dann bin ich eher wieder auf der Psycho-Horror-Schiene. Obwohl es ein älterer Film ist. Aber ziemlich crazy. Nein, ich gehe mit Hartford. Was zum Lachen braucht der Mensch? Fertig. Departed. Ich gehe, das wollte ja Anja vorhin, war ihr Favorite. Terminator gegen The Doom. Ah, da geht ja nicht. No Schnittchen. Trainspotting gegen Inception. Trainspotting. Ne, ich mache Anja, es bringt nichts. Wenn nur ein ist, dann. Ich mag es doch nicht mehr. Ich mag es nicht mehr. Leo. Ich habe mich für Leo entschieden. Leo hat in dem Fall gewonnen. Leo, der Profi, ist der Winner with a Chicken Dinner. Ne? The Great Winner. In Bracket Fights. Leon, der Profi. Ja. Wie immer halt, ne? Wie immer. Leider. Ja. This is the winner of the chicken dinner. Jean Reno, ja. Jean Reno. Ich liebe Jean Reno. Jeden Film mit ihm. Ich liebe ihn.
ein wirklich so genialer Schauspieler und Charakterdarsteller. Absolut. Absolut. Ja. Gleich mal twittern. Twittern wir mal. Und dann beenden wir dieses erneute Drama. Drama. Ja, dieses Opera ist so ein lahmes Gerät, echt. Aber really. Schicki aus Kentucky. Hätte ich lieber was gespielt, hätte ich mehr davon gehabt. Ja. Jetzt bin ich ja noch verärgert an meinem Geburtstag. Ne? So weit muss das kommen. Ne? Das sage ich mal herzlichen Glückwunsch, Community, und vielen Dank.